Hier ist Ranja und ich bin hier mit dem Leon und wir spielen heute Pokémon. Wir spielen heute Pokémon Shield. Das ist technisch gesehen heute rausgekommen. Ihr seht das Video Sonntag, also wir haben es noch nicht gespielt, logischerweise, weil es ist gerade erst rausgekommen und wir machen das jetzt mit euch gemeinsam. Ich würde sagen, wir nehmen rechts unten. Okay. Da haben wir noch den Tan. Ein bisschen. Den Tan? Ja. Den Tan, den ich nicht hab. Genau. Ist klar, es tut weh. Willst du einfach den offiziellen Namen nehmen? Was ist der offizielle Name? Gloria. Glorias? Ja. Ich weiß nicht. Der Mann heißt Victor. Wir können den Namen aussuchen. Ich habe schon entschieden, dass wir ein Mädchen sind. Irgendwas Britisches. Was Britisches? Naja, das ist England. Schottland sogar. Ist Schottland? Ich glaube England, das ist die Region, ja. Oh nein. Alles klar, liebe Freunde, wir heißen Cass. Ja. Wir haben einen britischen Landadel gegoogelt. Das ist unser Ergebnis. Die gute Catherine, abgekürzt Cat. Ja. Ich bin dafür, weil ich habe viel Vampire Diaries geguckt und da heißt einer der Hauptcharaktere Catherine. Ehrlich? Ja. Ja, okay, nice. Wir sind Cass, die beide Sprache ist endgültig. Ja. Wir sind zufrieden. Sind wir zufrieden? Ich bin sehr zufrieden, ja. Oh, warte. Wollen wir hoch? Du kannst so noch machen, ja. Puh. Jetzt hast du keinen Ton. Hab ich keinen? Oh, okay. Gesundheit. Ach, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, okay, ihr redet eh nicht. Willkommen in der Welt der Pokémon. Ich darf Ihnen nun den allerstärksten Pokémon-Trainer von Galar präsentieren, den machen wir platt. Es ist Zeit für den Schaukampf unseres Champions Devian. Ehrlich heißt er. Oh, der ist im Deutschen anders. Im Englischen ist er auch null, ja. Oh, der hat einfach eine fancy Kappe auf. Guck dir den mal an. Ja. Aber, oh, der Bart. What the hell, was so crazy. Ich meine, Der hat vom britischen Landadel kommst. Der hat so eine Königsprobe um. Krass, oder? Alter, verabschiede dich schon mal von deinem Spitznamen Delian, der unschlagbar ist. Okay? Das hättest du mir gern. Ich verliere nie. Er hat einen Glurak. Er hat nicht nur einen Glurak, er hat einen Glurak. Das ist fancy. Ja. Das kriegst du. Oh lol, what the hell? Du kannst dir das Glurak auch irgendwie holen. Ehrlich? Ja. Das holen wir uns. Das snacken wir uns. Weiß, ganz ehrlich, wir bashen den und dann schnappen wir uns dieses Glurak. Merkt euch meine Worte. Ach, ein Schaf. Oh. Oh, ist so cute. Oh, ich bin hyped. Ich würde sagen, das fangen wir nicht. Warum? Schwaches Pokémon. Oh, es ist so süß. Das fangen wir nicht. Das ist ein schwaches Pokémon. Keine schwache Pokémon in unserem Team. Eigentlich müssen wir so ein Madara-Meme reinmachen hier. Weakness disgusts me. Wir haben echt ein gutes Haus, muss ich sagen. Ja, Mann. Wir leben im Luxus. Mit dem Flashphone. Hallo, ich bin's, jemand zu Hause. Oh, der heißt so im Englischen auch. Hopp. Hopp. Hey, Cass, was hast du denn da? Ist das ein neues Smartphone? Sehr cool. Hast du dir den Schaukampf von meinem großen Bruder darauf angeguckt? Warte, ist er der kleine Bruder von dem neuen Herausforderer? Er ist der kleine Bruder von dem Champion. Oder von dem Unschlagbaren. Ja. Ich hab den Namen vergessen. Delian. Delion. Oder Delian? Eigentlich heißt er Leon. Also. Hey, wir nennen Delian. Das ist. Hoffentlich hast du auch seine Glurak-Pose mitgemacht. Hab ich nicht! Nein, ich habe ihn nicht angefeuert! Was sollen wir jetzt machen? Wir müssen den eben besiegen. Warum sollen wir ihn anfeuern? Wir feuern den nicht an. Fun Fact mit der Mutter. Ja. Je nachdem, was für Haarfarbe und Hautfarbe du hast, desto anders ist die auch. Ehrlich? Ja. Oh lol, crazy. Ja, oder? Oh, was machst du denn hier, Hopp? Ist heute nicht der große Tag? Genau, heute ist es soweit. Ich wollte nur noch schnell Cath abholen. Das Match kann ich ja später noch ansehen. Ich nehme sowieso alle Kämpfe von meinem Bruder auf. Guck mal, er hat das Schaf. Er hat das schwache Pokémon. Siehst du es? Grausam, ey. Grausam, was ist das für ein Verlierer? Also komm, das ist unser bester Freund. Der hat uns von zu Hause abgesucht. Das ist sowas, du Loser, Mann. Ah ja, und denk an deinen Beutel. Wir sterben bestimmt dein Mitbringsel ab. Hehe. Ich warte draußen auf dich. Alles klar, wir kommen gleich. Alles klar. Ah, Hopp mit einem Lappen. Hopp ist ein kleiner Lappen. Also guck mal, wie der da schon steht. Hi, wir haben uns gerade vor 5 Sekunden gesehen. Oh mein Gott, schön, dass du gekommen bist. Du bist ein Loser. Den machen wir alle. Knospi gibt's noch? Ja, das ist ein wiederkehrendes Pokémon. Das ist so voll die Fehlzucht. Das war irgendwie damals, hat mir das gefallen. Oder was? Du Sidetracks. Ja. Wow, was ist das für ein Beutel? Ich wollte schon sagen, der ist ein mega groß. Du hast einen Werkzeugkasten auf dem Rücken. Und dann kommst du an mit, was ist das für ein Beutel? Ich glaube auch. Aber wenn mein Bruder uns extra große Pokémon schenkt, bist du damit natürlich voll raus. Lass uns ein Wettrennen machen. Wer zuletzt bei mir zu Hause ankommt, ist ein lahmes Viscora. Was ist ein Viscora? Ich habe ein Bild im Kopf, aber ich weiß nicht, ob das Richtige ist. Guck mal, wie er auf meinem Beutel rumhackt. Mit dem großen Beutel auf dem Rücken hast du keine Chance gegen mich. Kleiner Lappen. Kannst du laufen schon?
du mal, ja, aber sind Schaden. Nee, kann ich noch nicht. Warte, was ist, wenn du B gedrückt hältst? Guck mal, die machen. Nö. Die machen überhaupt nichts. Ich sag, es ist nach links. Ja, wie groß sind die Anfangsdorf? Eieiei. Ich sag erstmal, wenn du zu Hause bist. Ich bin ganz. Also. Ich werde mich nicht zurechtfinden. Ich fand früher in den DS-Spielen. Ja? Ging's noch, weil du hattest halt die Draufsicht. Das ist eigentlich voll einfach. Aber das ist so 3D. Ich Orientierungssinn wie ein Brot, ne? Weißbrot. Ist hier sie zu Hause? Ja. Hopp, ich bin wieder da, Mom. Hallo, Hopp. Oh, und Kev ist auch dabei. Wie schön. Hey, Moment mal. Wo ist Dillian? Freizeichen, Ausrufezeichen. Dein Bruder ist noch nicht da, wie du siehst. Du und deine Ungeduld, Hopp. Aber sein Zug sollte jede Minute am Bahnhof von Raspberry ankommen. Ah, dann gehe ich ihn besser abholen. Dillian hat einen schrecklichen Orientierungssinn. Kenn ich jemanden, ja. Weiß man nie, ob er den Weg findet. So relatable. Ich vibe mit dem Bruder. Ich hab's auch wieder vergessen. Ey, guck mal, wie reich die sind, ey. Ja, guck mal, Landadel hier. Hier. Ist, ja. Ich dachte, das ist für ein Pool. Never mind. Eigenes Bett. Ja, Landadel. Deswegen haben wir nach britischen Landadel. Ja, ja. So, warte mal. Ist das der Weg nach Hause? Ja, da steht doch hinten. Ja. Deswegen gehe ich erstmal kurz nach Hause und hol meinen Trank. Obwohl, wir müssen eh noch nach Hause, weil unsere Mutter uns noch Turbo oder irgendwas mitgibt. Garantiert eine Karte oder sowas. Ich hoffe, wir kriegen hier... Wir kriegen locker noch eine Karte. Ich wünsche, dass wir da einfach ein Pokémon geben, wo man Skate bauen kann. Pass auf, dass du dem hohen Gras nicht zu nahe kommst, okay? Wie du weißt, sträumen dort lauter Wilde. Du hast so ein Schaf! Es ist jetzt nicht so... Ich habe ja zum Glück mein Volley, falls mich eins der wilden Pokémon... Aber wenn dich eins angreift, kann ich leider nichts machen. Mein Volley beschützt nur mich. Wenn dich die wilden Pokémon zerfetzen, dann gucke ich zu und lache. Aber du bist völlig wehrlos. Also bleib weg. So ein... Was ist das für ein Freund? Kauser. Was ist das für ein Freund? Wir werden ja sehen, wie lange der sich noch wundert. Ja. Der wundert. Der lacht noch, ne? So, noch lacht er. Bis ich ihn mit der Schubkarre hier ins Überziehe. So, ich gehe ins Hohlgras. Kannst du nicht. Scheibenkleister. Du kein Pokémon bei dir hast. Noch nicht. Haben wir keins. Noch nicht. Noch. Hopp, du bist langsam. Muss ich mit ihm reden? Nee, oder? Stopp, nicht, oder? Ja, das macht er automatisch. Oh, guck mal, da vorne ist eine Bürgerversammlung. Wahrscheinlich, oh, Leon, Vivian. Vivian kommt nach Hause. Ach, ich weiß nicht. Hab ich geschmeckt. Jetzt lernen wir endlich den Bruder kennen. Er ist halt auch, also ganz ehrlich, er ist halt auch ein Lappen, ne? Also kannst du sagen, was du willst. Guck dir den mal an. Allein der Bart. Also sorry, aber was ist das? Das ist ein richtiger Chewie. Es ist... Guck dir den mal an. Der kommt nach Hause in seine Heimat schon. Stell dich erstmal so in Bahnhof. Euer Champ ist wieder hier. Hi, Brassbury. Oh, hallo, Brassbury. Euer Champ Dillian ist wieder hier. Was für ein Empfang. Das gibt mir neue Kraft für meinen letzten Kampf. Also ich würde sagen, so hochnäsig ist er jetzt auch wieder. Ja, er ist ein ganz schön hochnäsiger Typ. Champ, er ist es wirklich. Ich finde dich auch fleißig, eure Pokémon. Ich zähle fest darauf, dass ihr mich eines Tages zum Kampf herausfordert, um mir meinen Titel streitig zu machen. Glaub mir, wir machen dir deinen Titel streitig. Ja klar, ist doch eine Sache. Du bist schließlich unser Vorbild. Du bist so fleißig und... Warum haben die kleinen Knirpse schon Pokémon? Und wir sind völlig wehrlos dem hohen Gras ausgeliefert, wo uns jeden Moment ein Taubsee oder was auch immer in dieser Version des Taubsee-Ersatzes angreifen kann. Ich weiß nicht, wie das Ding auf Deutsch heißt. Ich kenne nur die erste Schule davon. Okay. Genau, aber so stark wie mein Glurak werden meine Pokémon bestimmt nie. So, Freunde, ich muss weiter. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, it's Champ Time. Ja, da haben die es eigentlich gut übernommen, was ne? Was für ein Dude. Was für ein Dude das einfach ist. Wir machen ja wirklich mehr drin. Genau, halt mehr. Also, ich freue mich schon aufs Pokémon. Also, dieses Mal ist aber wirklich viel los. Jetzt spann uns nicht länger auf die Folter, Bruder. Jetzt, wo ist das versprochene Geschenk? Oder hast du das etwas vergessen? Kennst Ich bin ein Mann meines Wortes. Okay. Wenn ihr die Allerbesten sein wollt, braucht ihr auch die allerbesten Pokémon. Dann gib mir irgendein legendäres. Ich will, dass ich stark... Ja? Ich will, dass ich stark... Ja, wäre ja. Jetzt hier ganz schön was angekündigt, ne? Ich will, dass ihr stark werdet, deswegen habe ich mich auch nicht lumpen lassen. Okay. Zeig mal, hey. So. Mhm. Lustigerweise sind die letzten Entwicklungen davon Monotypen. Ehrlich? Ja. Lol. Bisschen lächerlich. Ich weiß nicht, wie das ist. Lächerlich. Oh, der ist cute. Der Affe, der Hase und der Lizard. Wie heißt das? Okay, ich bin fürs Wasser-Pokémon. Das Wasser-Pokémon wird zu so einem richtig harten Spion nachher. Ehrlich? Ja. Ich will das Wasser-Pokémon. Also den Hasen mag ich am wenigsten. Wenn ihr entweder das Pflanzen- oder das Wasser-Pokémon. Der ist cute, der sieht aus wie Hydropi irgendwie. Also der Pflanzenstarter wird zu so einem Affen, der so eine riesige Bongo-Trommel hat. Also ich finde den Affen cute. Oh, Alter, ich will den Affen. Der Affe ist so nie. Aber der ist auch so süß. Ach Gott, das ist voll schwierig. Er ist ein kleiner Lappen. Häuser ist das. Das ist schwach.
der aber der Hase ist irgendwie, der ist so dabei, der macht nichts. Der hat keine Persönlichkeit. Ja. Ah, Gras-Pokémon, lass mal nehmen. Geh mal so stark gegen Wasserpokémon. Ja, ist schon so süß. Da kannst du nehmen, wenn du willst. Nehme ich. Entwickelt sich zu Inteleon. Okay. Das Wassermonster Memmion heißt es. Wegen Memme. Oh nein. Vor allem wie die ganze Zeit, oh, so ein Idiot, ne, so ein schwacher. Das Wolli fangen wir nicht, das ist ein schwaches Pokémon. Das Wasser-Pokémon Memmion. Kommt von Memme. Ist sanftmütig, wie ein leise plätscherndes Bächlein. Und sehr anpassungsfähig. Ich weiß nicht, es ist halt auch so schwach. Oh, guck, wie es blitzelt. Ja, ich entscheide mich dafür. Ja. Hallo, mein neuer Freund. Soll ich direkt mit Memme nennen? Willst du es Memme nennen? Wir geben ihm Spitznamen. Das ist Brian. Willst du ihn Brian nennen? Wir nennen ihn Brian. Wir nennen ihn Brian. Wir nennen ihn Brian. Brian. Brian it is. Vor allem Brian passt auch gut zur Endentwicklung. Es ist ein richtiger Brian. Richtiger Brian. Richtiger Brian. Brian wurde in dein Team aufgenommen. Was geht ab, Brian? Brian klingt viel cooler. Also. Oh. Das Low-Fi. Ich freue mich, dass wir den Blauen genommen haben. Loki, ich bin richtig froh, dass wir den Blauen genommen haben. Du hast dir also Marion aus. Brian! So. Dann entscheide ich. Okay, er kriegt den Hasen. Also Lappen, ja, gut, jetzt den Hasen. Jetzt ist Ende. Eine Wasserattacke und das Ding ist Ja. Das wird drin so richtig reinhängen. Ja, versuch's doch mit dem Dreckshasen. Ich will nämlich der nächste Champion. Dann hättest du besser nicht den Hasen gewählt. Also ich muss sagen... Guck mal, der hat ein Pflaster auf seiner Nase. Das ist extra so. Ja, ich weiß, weil der platt gehauen wurde. Ja, nee, das machen Sportler generell so. Ja, das ist ein kleiner Lappen, du. Das hab ich mir gedacht, hopp. Deshalb habe ich nicht nur dir, sondern auch Kat ein Pokémon geschenkt. So könnt ihr miteinander wetteifern. Das ist die beste Methode, um stärker zu werden. Wer weiß, vielleicht schafft ihr es ja irgendwann so gut zu werden wie ich. Ja, wenn du mit vielleicht ungefähr in 18 Stunden meinst. Weniger. Weniger, aber wir werden sehen, Du kommst mit mir, kleines Puck. Es ist schon adorable. Du und Chloe werden hoffentlich gute Freunde. Es steht wenn er jetzt das in sein Champion-Team aufnimmt, aber ja, Herz. Mega lustig, oder? Das macht er, oder? Stell dir das vor. Ich weiß ja nicht, ob er es macht, aber es ist mega lustig. Das wäre nämlich Consistency dann. Das wäre, also, das wäre echt gut. Das wäre Consistency. Ja, das wäre gut. Am nächsten Tag. Gib's zu, Hopp. Du bist gestern bestimmt bis in die Puppen wach geblieben, um mit deinem neuen Pokémon zu spielen, stimmt's? Ich wette, ihr kommt schon richtig gut miteinander aus. Und ob Bruderherz, Kev und Marion haben sich auch schon angefreundet. Brian! Er heißt Brian! Der Bri. Sehr schön, gegenseitiges Vertrauen. Das ist A und O für einen Trainer und seine Pokémon. Behaltet immer den Glauben aneinander. Gebt mir auf und kämpft. Nur dann werdet ihr irgendwann zu meinen würdigen Rivalen. Dude, guck ich dich an. Hallo, wie schaut sie denn dabei an? Nee, was schaust du dabei an? Ach so, ja. Wenn hier jemand der Rivale wird, dann ja wohl ich. Nee, er schaut uns aus dem Grund an. Pokémon kommt vor dem Fall, aber ich bin hier größer. Ja, wir sitzen, ne? Ja, ja. Na warte, das lasse ich mich auf mir setzen. Aber heute sind Käfer und ich Rivalen im Kampf darum, wer denn Rivale sein darf. Weil Schadenfreude ist doch die beste Freude. Jetzt sind wir echte Trainer. Aber wie du weißt, werden Pokémon nicht von allein stärker. Also wir müssen unsere Pokémon trainieren, damit die in Kämpfe bestreiten. Moment mal. Ob ihr es verdient habt, waschechte Trainer zu sein, entscheide ich. Um das herauszufinden, will ich den Slapning also erstmal. Also der wird jetzt erstmal annihilated. Na, mal sehen, wie es läuft. Ich bin bereit. Okay, er weiß genau, wie man Pokémon-Kampf gewinnt. Doch. Denkt er. Really, Bro? Ich spiel schon länger, als du am Leben bist, ey. Pokémon-Trainer hat er hat zwei Pokémon! Was? Cheater? Ja, der hat zwei! Das Brian! Ja, und jetzt ist nämlich die... Guck hier! Auf dem Pokémon habe ich schon zwei Pokémon! Was für ein kleiner Traitor! Wir haben ein weibliches Brian. Wir haben ein weibliches Brian? Weißt du, was die Chance ist, dass wir ein weibliches Pokémon bekommen haben? Aber das ist gut, mit dem können wir züchten. Ich weiß, normalerweise ist der Starter immer männlich. Die Chance ist 88%, dass es ein männlicher ist. Ja, ich weiß. Ja. Ich habe ja nie einen weiblichen Starter. Jetzt ist Brian halt... Wir können Brian züchten! Jetzt ist Brian halt wie ein Transgender. Ja. Er denkt, er ist ein Junge, aber eigentlich ist es eine Frau. Kampf! Klaps. Oh. Wer Heule am Anfang einsetzt, der ist einfach nur dumm. Haben die das echt Klaps genannt? Ja, das ist Klaps genannt. Tackled uns, deswegen ist es eine normale Attacke. Warte mal, ist Heuler... Geh mal auf Y. Heuler gehen, wenn ich das quatsch. Dann doch, geh mal drauf. Nein! Hier, das ist der alte Heuler, das benutzen wir nicht. Angriffswert senkt, das brauchen ist wir nicht. Schlecht. Quatsch. Ich hätte lieber Silberblick. Hä? Das ist alles blöde Attacken. Die verlernt man direkt am Anfang. Eigentlich nicht. Doch! Am Anfang sind die mega nützlich. Nein, die sind Müll! Nein, eigentlich nicht, Mann. Du denkst halt in den... Kampf! Einfach rein! Einfach drauf! Ey, minus 1 auf Death oder... Minus einfach drauf! Guck
Guck mal, du hast noch einen Pokémon übrig, hat er noch. Und wir haben erst, wir haben noch 12. Hey, wir haben eben schon geslappt. Guck mal, das will der. Fun Fact, wir haben bessere IVs in HP. Deswegen haben wir 21 Leben. Ich spiele mit einem Profi, wie ihr seht. Erfahrungspunkt erhalten. Ah, toll, jetzt verdecken wir das! Also ich glaube, links oben ist generell besser, wenn wir kämpfen und sowas. Links oben ist aber unsere Lebensleiste. Links oben meine ich. Können wir es machen. Ja, weil links oben sind ja. Aquaknarre! Oh, jetzt slappen wir das Häschen! Stimmt, wir sind Level 6, wir kriegen ja auch nochmal Level Up Leben. Hopplo. Ja, jetzt eine Aquaknarre. Er hat seinen Hasen Hopplo genannt, oder heißt der so? Der heißt so. Ah, okay. Ich würde schon Trash talken. Aquaknarre. So, wer ist das Ungefähr drin? Ja. Was wir uns überlegen müssen ist. Weißt du schon Bescheid über die Schwächen und Stärken des Pokémon-Typs? Du, ja. Du hast dir den Hasen ausgewählt und klar. Ich bin ja kein Anfänger. Guck mal, der tritt mich. Steigen wir auf ihn oder klapsen ihn? Wir aquaknarren ihn. Wenn er nicht gecrittet hätte, wäre er, glaube ich, so. Ja. Ein HP noch? Nee, der ist tot. Also ich meine jetzt wir. Achso, auch wir? Nee, nee. Er hat uns 4 Leben abgezogen. Crit ist 2? Nee, das ist kein. Okay, warte. Sie haben 16 und so. Hab wurde gesehen. Okay, ist gut. Oh nein, ich hatte 2 Pokémon und hab trotzdem verloren. Ja. Könnte auch liegen, dass es eine 3, Level 3 war. Sonst hätte es etwas ungünstig werden können. Vor allem, weißt du, wie lange der das schon hat, ja? Das ist Level 3. Grausam, oder? Was ein Loser. Wow, du bist unglaublich. Jetzt weiß ich, warum mein Bruder nicht nur mir, sondern auch dir ein Pokémon geschenkt hat. Weil ich meins trainiere im Vergleich zu dir? Was für ein Bug ich hab. Oh, da hätte ich Jorak rausgelassen und selbst mitgekämpft. Okay, übertreib mal nicht. Jetzt mach sie erstmal wieder fit. Die Pokémon sind bestimmt erschöpft. Was echt? Du hast echt einen Kerl. Yes. Deswegen würde ich dich gerne mit uns bitten. Ich will, dass du Hobbs Rivalin bist. Damit ihr aneinander wachst und gemeinsam stark werdet. Ich will noch viel, viel stärker werden. Was sagst du, Bruderherz? Will ich bereifen, weil erst nach Arena kommt? Ob du behindert bist, habe ich gefragt. Nein. Also ich glaube, du musst erstmal so Level 13, 15 werden, dann. Also ich hoffe, was wir heute auf jeden Fall kommen müssen. Ich will in die Boutique gehen, in die erste. In die Boutique? Ich muss da rein. Okay, okay, okay. Die Boutique ist das Beste an Pokémon, sag ich dir. Alles klar. Ich bin halt so stagig. Zuallererst mehr Wissen über Pokémon aneignen. Vor allem du, Kev. Entschuldigung. Hab ich gegen den Wasserstarter ein Feuer-Pokémon gewählt, ha? Ich schlage vor, ihr besorgt euch ein Pokédex. Ein Pokédex würde euch helfen, die Stärken und Schwächen eurer Pokémon zu verstehen. So gesehen ist ein Pokédex nicht bloß mit Daten, sondern auch mit der Liebe eines Trainers zu seinem Pokémon. Ja, natürlich. Krach. Oh nein, Jus. Oh nein. Oh nein, es ist das Schaf. Es ist das Schaf. Das Schaf ist ausgebrochen und es ist in den Wald gerannt. Durchs Tor durch. Oh nein. Wer hätte das gedacht? Das Tor ist offen. Wonny ist spurlos. Meinst du, es ist im Wald? Möglicherweise ist es im Wald, Es hat doch vorhin immer wieder versucht, das Tor eins. Hätten wir das nur kommen sehen vorhin! Zeig mir bitte nicht, dass das eingerannt ist. So ein Mist. Da ist doch eigentlich Zutat. Das ist die blöden Schafe. Als die Enkelin des Professors noch klein. Nee, als die Enkelin der Professorin noch klein war. Professorin, okay. Ist sie im Wald angeblich mal in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Ihre Großmutter muss sie danach wohl ordentlich zusammengestaucht haben. Was machen wir jetzt, Cap? Wir retten das Pokémon natürlich. Was ist das, was du sagen würdest? Klar, eigentlich ist die Zutritt verboten, aber das zählt ja wohl eindeutig als Notfall. Hilft nur eins. Augen zu und durch. Komm, Cap, jetzt wird rangeklotzt. Was ein Gamer. Das hab ich ewig nicht gehört. Auch nicht. Okay. Du kriegst bin gespannt. Du kriegst auch ein eigenes Outfit. Das ist in der Boutique, was du gemeint hast, du gehst. Ja auch. Aber du kriegst in den Gym Battles kriegst du ein eigenes Outfit. Oh lol, ehrlich? Siehst du das Outfit, was die Line anhatte? Ja. So ähnlich kriegst du es auch. Nur halt, dass dein weiß ist. Fuck, Jim. Ja, Mann. Das ist richtig krass. Hallo, Wolli. Mist, wo ist das bloß hin? Die Musik von Jim ist so gut. Oh Mann, und jetzt verdichtet sich auch noch der Nebel. Wer hätte es ahnen können? What a coincidence. What a coincidence. Wenn wir das Pokémon nicht bald finden, haben wir ein Problem. Trainieren können wir hier auch noch. Ja, trainieren machen wir nachher. Ich würde sagen, wir trainieren auch gar nicht so hart. Ich würde sagen, wir trainieren einfach. Ich bin Trainierer. Ich bin Grinder. Ja? Ja. Ist auch so ein Grinder? Ja, ich bin Grinder. Kenn ich. Das Pokémon fangen wir uns, by the way. Also warum? Nicht jetzt, hä? Aber nein, okay, pass auf. Wir fangen uns so eine Raffel und machen das zum Power-Ems-Sterben. Wir brauchen gar keinen. Aber es kann nicht sein, dass es keine Power-Ems mehr gibt. Ich bin jetzt nicht sicher, dass es keine mehr gibt. Achso. Also, das kann ich nicht glauben. Ja. Guck mal, den haben wir einfach one-hitted. Aber wir haben auch gecritted. Oh, die Critical Hit. Oh.
Boah, den Vogel haben wir auch noch ertränkt. Stell dir mal vor, da sitzt so ein kleiner Vogel auf dem Baum, einfach mit Wasser übergießen, das Ding fällt runter, also, kann nie wieder fliegen, stirbt. Ich meine, wir brauchen eh keinen vor allem Sklaven. Ich meine, wir haben eh einen Pokémon, das Surfer lernen kann. Der Sven. Aber du surfst eh nicht. Also ich glaube, es gibt keine VMs mehr. Aber ich weiß es nicht. Das ist doch weird. Pokémon ohne VMs, was soll denn der Mist? Schwimmen. So, Schafi, wo bist du? Ach so, ich dachte schon, wieso bewegst du dich weiter? Der ist gerannt. Hast du das eben gehört, weil das ein Pokémon ruft? Ich hab es nicht gehört. Ich hab es nicht gehört. Ich hab es halt so. Geht es deinem Mammy gut? Ja. Ja. Komm, ich mach es schnell wieder. Ich hab literally kein Leben verloren. So, das war's schon. Weiter jetzt mit rangeklatscht. Du hast nichts gemacht. Oh, den Jager hätten wir heute. Beeilung, Cat. Ich mach mir riesige Sorgen um Wally. Du hast, weißt du, wie viele von diesen Schafen in der Stadt wohnen? Viele. Kann ich rein? Jetzt. Wir holen den ein. Ich weiß gar nicht, was wir für einen Transport. Es wird immer nebliger. Oh, ich weiß nicht. Oh, es wird scary. Ich falle. Nein, ich falle. Vielleicht treffen wir jetzt das legendäre Pokémon. Ja, ich glaube, wir treffen das legendäre. Man trifft am Anfang immer das legendäre. Ich glaube nicht immer, oder? Doch, oder? In den meisten? Dieser Nebel gefällt mir gar nicht. Man könnte fast meinen, der Wald wird uns hier rausekeln. Hast du Angst? Ha? Wie hieß der Wald? Schleierwald? Oder so? Ja, irgend sowas. Er ist komplett das legendäre. Ich bin gespannt, wie es. Oh ja, da ist es. Was geht ab? Was ist das? Wasa! Voilt? Voilt. Warte! Was bitte? Warte. Das könnte uns minimal matchen. Auf geht's, Brian! Weiß ich, ist Brian! Level Freizeit voll! Wir suchen den Kampf. Wahrscheinlich die ein. Machen keinen Schaden. Oh, wir treffen nicht. Der Angriff zeigt keinerlei Wirkung. Das wird geheimnisvolle Betrug. Das ist garantiert einfach, du kannst es nicht angreifen. Die Attacke war völlig wirkungslos. Das sieht eigentlich so gar nicht aus, das Pokémon ist legendär. Das ist, glaube ich, die Form, wenn es nicht verwandelt ist. Oder? Ja, guck, der wählt es ab, der hat so ein Schutzschild. Ja. Nebel? Kann Nebel machen? Der kann Nebel machen. Er ist eine Nebelmaschine. Es ist eine ganze Nebelmaschine. Nützlicher Typ übrigens. Nützlicher Typ, was er ist. Jetzt kann ich gar nichts mehr sehen. Alles in Ordnung mit dir, Kev. Alles eats. Muss ich fliehen? Ich glaube, ich muss noch Heuler einsetzen, einmal, oder? Ich glaube, das ist egal, was du einsetzt. Du setzt einfach noch Heuler ein. Ich glaube, man muss einfach. Oder? Ey, jetzt sind keine Wirkung. Der Nebel ist immer noch stärker. Ja, jetzt sehen wir gar nichts mehr. Ich sehe überhaupt nichts. Ich sehe auch nichts mehr. Ich sehe auch nichts. Ich frage mich, was passiert, wenn man sich so. Wow. Der zerfetzt uns jetzt. Ja, wir wachen auf, wir sehen die Leichen unserer Pokémon zerstückelt neben uns liegen in einer Blutlache. Schnell raus. Mein Rival ist tot. Hopp, Cat. Wir haben ein Pokémon gesehen. Was kann es sein, das legendäre Pokémon? Jillian, wie hast du uns gefunden? Ich meine, du verläufst dich doch sonst bei jeder Gelegenheit. Der Weg führt in eine Richtung und das Tor war auf. Das ist nicht witzig. Ihr könnt von Glück reden, dass ich das... Was? Ewig? Ewig. Ihr seid ewig nicht aufgetaucht. Da musst du dich einfach suchen gehen. Ich habe mir wahnsinnige Sorgen gemacht. Da fällt mir ein, was ist eigentlich... Das ist... Okay. Es hatte sich im Wald verlaufen und wir wollten es retten. Deswegen sind wir überhaupt hier. Ach, da ist es. Ach, der Glurak hat es gefunden. Der Schlawiner, der Kleine. Hm. Dem geht's gut, wie ihr seht. Aber als ich hier ankam, wart ihr alle bewusstlos. Eure Pokémon waren tot und lagen zerstückelt in der Blutlache neben euch. Auch wenn das Ganze eine Rettungsaktion war, ihr wisst, dass ihr den Wald nicht betreten dürft. Einfach loszustürmen, ohne mir Bescheid zu sagen, war verantwortungslos und gefährlich. Es haben uns zwei Eichhörnchen und ein Vogel angegriffen. Du glaubst gar nicht, was hier los war. Gleichzeitig habt ihr eine Menge Blut bewiesen. Zum Glück ging alles immer gut aus. Dieser wahnsinnige Nebel war ja noch harmlos, aber der Kampf gegen dieses abgefahrene Pokémon hätte auch an. Es hat uns nicht einmal angegriffen, aber es hat unsere Pokémon so. Es hat sich beobachtet. Es wollte unsere Macht testen, denn ja. Wir sind der neue Owner von dem. Später. Ja. Ja? Der wollte sich nur an dir Hallo sagen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ja. Ja, Ende gut, alles gut. Moment, welches abgefahrene Pokémon? Das wüsstest du mal gerne, ne? Das hättest du sehen sollen, Delia. Unsere Attacken hatten gar keine Wirkung. Es war, als würde einfach alles durchaus durchgehen. Die Attacken sind durchaus durchgegangen. Schlimmerweise, weil es tatsächlich kein merkwürdiges Pokémon gibt. Aber habt ihr es wirklich gesehen oder war das nur eine Illusion? Ich hoffe, dieses Erlebnis hat in euch den Wunsch geweckt, stärker zu werden. Vielleicht schafft ihr es dann eines Tages, das Geheimnis des Waldes zu lüften. Ich predikte jetzt mal nach dem 8. oder 7. Arena-Leiter,
werden wir das erfahren. Die hat zwei Standbeuge gegeben, aber das war dieses Abenteuer absolut wert. Das wird ein weiteres spannendes Kapitel in der Legende von Hopp. Hopp, stopp, stopp. Hopp, stopp. Bevor wir nach Raspberry gehen, solltest du aber noch deiner Mutter Bescheid sagen. Nicht, dass du zu Hause noch Ärger bekommst. Eine Standpauke pro Tag reicht dicke. Oh, das ist ja mal ein süßes Mabian. Ihr wollt nach Raspberry, um euch den Pokédex zu besorgen, nicht wahr? Lilian hat mir schon davon erzählt. Ich weiß gar nicht, warum ich versuche, als Frau eine Frauenstimme nachzumachen. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was es soll. Hier ein kleines Taschengeld für meine große Tochter. 3000 Pokédex. Danke, Mama. Kauf dir von einem Pokémon-Zentrum ein paar Tränke und was du sonst noch brauchst. Und kümmere dich gut um deinen Mabian. Vergiss nie, wie sehr es sich für dich anstrengt. Verlange nicht zu. Egal, wir holen uns das Giga-Dynamax Mauzi! Ey, cheaten. Ey, yo. Wir cheaten nicht. Eigentlich nicht. Ich weiß aber nicht, ob ich... Ist es nicht cheaten? Warum haben wir das jetzt gekriegt? Das kriegst du einfach so. Okay. Ich bin mir aber unsicher, ob ich das für die andere Edition auch nochmal kriege oder nur für die. Und da ist das Mauzi. Level 5. So, das war's mit der ersten Folge von Pokémon. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und welches Starter-Pokémon hättet ihr genommen? Seid ihr zufrieden mit unserer Entscheidung? Nicht so sehr. Schreibt es in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.